Hier geht es jetzt um ein etwas komplexere Schaltung hier. Da haben wir was in Serie und was parallel. Und da liegt eine Spannung dann an. Und wir wollen eigentlich alle Spannungen und Ströme hier bestimmen. Hier noch das UL und das U1, UR1 könnte man es auch nennen. Nun, wir sehen natürlich, dass an beiden Zweigen die gleiche Spannung anliegt. Die ist 230 Volt. Wir haben eine Frequenz von 50 Hertz. Der erste Widerstand hier hat 10 Ohm. Der zweite Widerstand hat 100 Ohm. Und die Spule hat eine Induktivität von 300 Millihenry. Nun, die bearbeiten wir als allererstes und gucken uns den Blindwiderstand an mit 2 Pi mal F mal L. Und das sind 94,25 Ohm. Das ist der Preis der geraden Zahl in Henry. So, wir arbeiten zunächst mal mit Beträgen und wollen das Zeigerdiagramm wirklich konstruieren. In einem späteren Schritt werde ich noch die komplexe Rechnung vorführen, die vorteilhaft ist, wenn man einen passenden Taschenrechner dafür hat. So, fangen wir mal an hier. U1 Betrag ist gleich U mal R1 durch den Betrag der kompletten Impedanz. Das ist ja R1 Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Und wir kriegen raus mit Hilfe des Taschenrechners quälen 24,26 Volt. Ja, das ist auch eigentlich alles, was wir an der Stelle zunächst brauchen. Den Rest können wir konstruieren. Wir könnten uns jetzt noch anschauen, ja, das gucken wir uns vielleicht auch noch mal an, was wir denn hier für einen Strom I1 noch bekommen. I1 Betrag ist gleich U1 Betrag durch R1, also einfach das, was da oben steht, durch 10 teilen, dann kommen wir auf 2,426 Ampere. Okay, I2 ist einfach zu bestimmen, ist ja nur U-Betrag, also das gegebene 230 durch das R2, also sind das 2,3 Ampere. Okay, wir konstruieren das Zeigerdiagramm. Ich glaube, das ist ein bisschen schief geworden. Das macht aber nichts, wenn ich das hinterher alles recht schön rechtwinklig zusammenbaue. Null ist markiert. Wenn ich mal sage, 20 Volt sind 1 Zentimeter. Nee, was sage ich? 20 Volt sind 14. 200 Volt sind 5 Zentimeter. So machen wir es. Nein, machen wir das so auch nicht. Glaube, 100 Volt sind 4 Zentimeter. Das ist eine gute Zahl. Dann kommen wir nämlich. Haben wir nämlich hier 100 Volt, hier 200 Volt. Ja, das sieht gut aus. J Imaginärteil von U Volt. So, dann haben wir 225, 230 Volt ungefähr hier. Kann man natürlich auch genau ausrechnen. Das sind dann 230 Volt durch 100 Volt mal 4 Zentimeter macht 2,3 mal 4, 9,2 Zentimeter genau für U in Zentimeter. Ja, gut getroffen. So, das wäre zunächst mal der hier. Dann können wir den Vektor auch zeichnen. J25, machen wir hier gleich die J100 Volt raus und hier die minus J100 Volt. So, dann haben wir hier Ausdrehen 9,2, die Hälfte ist 4,6, das ist da.
So, zeichne den Taleskreis. Warum zeichnen wir denn so? Als allererstes wollen wir jetzt die Ströme antragen, oder brauchen wir gar nicht die Spannung antragen. Und da wissen wir haben hier die Spannung von 24 Volt. Das ist genau der eine Zentimeter hier. So, das wäre UR. Irgendwo da liegt UR. Nun muss der Strom durch die Spule der Spannung nachlaufen. Der Strom durch die Spule hier ist aber gleichzeitig auch der Strom, der hier durchfließt. So, wenn der aber der Spannung hinterherlaufen muss, also letztlich nach unten zeigen muss, dann muss der Strom durch den Widerstand auch nach unten zeigen und dann muss der Spannungsabfall durch den Widerstand über den Widerstand nach unten zeigen. Das ist der hier. So, und dann können wir den UL antragen. Das ist das. UL und UL waren 9,1 cm. UL-Betrag gleich 9,1 cm durch, was hatten wir, 4 cm mal 100 Volt macht 9,1 durch 4. Sind 227 Volt. So, wir werden das gerne nochmal komplex nachrechnen. Okay, jetzt können wir weitermachen mit dem Strom, denn wir brauchen noch den Gesamtstrom. Zunächst die Achsenbeschriftung. Realteil von I in Ampere. Und hier noch J. Imaginärteil von I in Ampere. 1 Ampere, 2 Ampere, 3 Ampere, 4 Ampere, J1, J2, minus J1 und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht alle anzutragen. Der I2, also der Strom, der hier durch diesen Widerstand durchgeht, hat die Stärke von 2,3 Ampere. Das ist also hier bis 4,6 hochgerechnet, 4,6 cm. I2. Der Strom, der in diesen Zweig hier fließt, hat die Stärke im Betrag von 2,426. Das kriegen wir natürlich nicht alles hin, nicht? Also man soll den 4,8 cm und ist parallel zu dem U hier. Ui, das ist schwierig zu zeichnen. Na, das soll schon passen. So, bis 4,8 hoch, das ist da. So, wenn wir die Gesamtstromstärke haben wollen, dann müssen wir den parallel verschieben. Das mache ich jetzt hier und nochmal an das Ende ranbringen. Da habe ich schön an meinem Geodreieck hier die parallelen Linien. Positionieren richtig, dass man es richtig sieht. So. Und hier auch nochmal die 4,8 hoch. I1 und I-Gesamt ist dann der hier. Ausrechnen. I gesamt was sind 7,2 macht also 3,6. I gesamt gleich 3,6 cm durch 2 cm mal 1 Ampere. 7,2, so, macht dann 3,6 Ampere und einen Phasenwinkel geben wir hier noch an
von 43 Grad. Okay, das Ganze macht dann mal komplex bestimmt. In der komplexen Rechnung. Da zunächst mal die, ich wiederhole nochmal, I2 gleich 230 Volt durch 100 Ohm gleich 2,3 Ampere. I1 gleich 230 Volt durch, da können wir es gleich einschreiben, gleich 10 Ohm plus J 94,25 Ohm sind 0,256 minus J 2,41 Ampere. Den Betrag hatten wir hier schon gefunden, das waren hier diese 2,246. Gleich 2,426 Ampere mal E hoch J. Das Phi schreibe ich im Moment noch nicht ein. Und das I gesamt sind 2,556 Ampere minus J 2,413 Ampere. Also genau das dazu addiert. Ergibt dann diesen hier gleich I1 plus I2 und das sind gleich 3,52 Ampere mal E hoch minus J 43,35 Grad. Hier brauchen wir noch U1. U1 ist gleich I1 mal R1, also gleich das da mal 10. 2,56 Volt minus J 24,1 Volt und UL ist gleich I1 mal J Omega L gleich 227,4 Volt plus J 24,13 Volt. So, die Beträge haben wir ja schon. Das sind nämlich die 227, da macht der kleine Teil hier hinten auch nichts mehr aus. Die Phase von I gesamt hatten wir hier bestimmt, die haben wir auch da. Auch das deckt sich einigermaßen im Rahmen der Zeichengenauigkeit, wie auch das alles stimmt.